So hohe Tannen da drüben. Guck mal, die weisen uns schon wieder den Weg aus der Ferne nach Hause. Habe übrigens immer noch nicht rausgefunden, ob das ein Nazi-Song war oder ob das halt irgendwie ein unverfängliches Volksmusikstück ist. Wobei Volksmusik, na? Alles, was mit Volk zu tun hat und so weiter und so fort. Und mit Nation ist ja heutzutage verpönt. Es sei denn, andere machen das. Die Amerikaner dürfen stolz sein. Die Engländer, die Franzosen auf ihre Grande Nation. Aber wenn der Deutsche einmal kurz was von Volk sagt, dann ist gleich Feierabend. Das ist so bedauerlich. Ja, ich weiß, hat seine Gründe und so weiter und so fort. Sehe ich auch alles ein. Niemand sieht das mehr ein als ich. Ja, ich habe da auch so meine. Nein, ich war nicht im Dritten Reich. Aber jemand anders aus meiner Familie. Und der war dann Schlimmerfinger. Und das war er auch noch nach dem Krieg und so weiter und so fort. Und also niemand, oder ich weiß, ich denke, wenige wissen so sehr wie ich, wie kacke das Ganze eigentlich damals war, weil ich habe sehr viele sehr heldenhaft vorgetragene, also wo sich jemand für einen Helden gehalten hat, weil er halt damals ja, eine gewisse Position betreten, traten, drohten, also wie sagt man das, bekleidet hat, genau. Und meine Jugend war sehr stark davon betroffen. Nein, ich war kein Rechtsradikaler. Ja, das Gegenteil. Ich war, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich war extremst linksradikal. Heute bin ich überhaupt nichts mehr politisch radikal. Die ganze Links-Rechts-Kacke geht mir sowas von auf den Sack. Ich mag es einfach nicht mehr hören. Ja. Und gerade in den heutigen Zeiten, wo jeder seine Meinung für und seine Einstellung für das Wichtigste hält, kann ich auf den Mist gut verzichten. Also politischer Extremismus war früher schon scheiße. Und heute in Zeiten des Internets, alter Schwede, scheiße hoch 13, 14, 15 und was nicht alles. Also, ne. Bleib mir weg. Ich bin weder links, ich bin weder rechts, bin ich selber, ich denke selber. Ideologie habe ich euch schon mal ein paar Sachen vorüber erzählt. So, es mag, also wie gesagt, jede Ideologie und jede Weltanschauung hat mit Sicherheit, fast jede, vielleicht sogar jede, hat mit Sicherheit irgendwann mal mit einem netten Gedanken angefangen, der vielleicht wohlgemeint war, aber dann kamen Leute, die wollten Macht und oder Geld und dann wurde daraus eine Ideologie, eine Religion, ein politischer Extremismus und dann war der Stuhl mal ordentlich am Dampfen und dann sind ganz viele Leute teilweise dabei gestorben und ja, das ist scheiße. Stuhl, natürlich. Wobei, wie gesagt, ich muss ja böse Worte hier sagen, weil ansonsten wird mein Kanal unter Umständen noch als für Kinder gemacht oder für Kinder geeignet. Missverstanden von YouTube und dann kriege ich niemals eine Monetarisierungsmöglichkeit. Die werde ich sowieso nicht kriegen. Also, dass ich jemals diese 1000 Abonnenten kriege und die 4000 Stunden Playtime, die ich brauche, ich glaube es nicht. Ja, das ist der Typ, der euch mal erzählt hat, was von 4 Millionen, aber da könnt ihr mal ganz gewaltig sehen. Ja, ich meine nicht immer alles todernst, was ich so von mir gebe. Meistens ist das sogar alles nur ziemlicher Kappes. Oh Mann. Nach einer Zeit ist dieser Ingwer-Tee echt eine Pain in the Ass. Ich baue mir doch jetzt echt extra eine Axt. Verdammte Axt. Wir sollten nicht vergessen, hier noch mehr Stein abzugrabbeln. Alter, sind das Berge. Ich hoffe ja von hier oben irgendetwas ganz Besonderes zu sehen. Irgendwas, was so richtig. Wow. So wie ein Schiffswrack zum Beispiel. Werdet ihr heute noch willens mit mir ohne Wasserkappe ein Schiffswrack? Oh, guck mal da unten, unsere Insel. Geil. Die gucken wir uns jetzt nochmal richtig an. Und hier oben kommt ein Turm drauf, auf jeden Fall. Also, wenn keine Burg, dann. Aber es sieht echt nach Burg aus hier, ne? Aber es sieht schon aus wie eine Burg, finde ich. So, aber Schiffswrack sehe ich jetzt von hier nicht.
Ich sehe nur unsere Honk-Insel. Ja. Nö, ich bin jetzt nicht enttäuscht. Das ist alles sehr, sehr schön hier. Wollen wir da drüben auf den Knödel auch noch drauf? Mal kurz gucken, was wir da so sehen können. Ah, die Sonne geht unter. Ich habe irgendwie so gar keine Lust darauf. Ich brauche mehr Tee. Und danach habe ich eigentlich nur noch Cola. Ja, manchmal trinkt der Kerl auch Cola. Und nach den gestrigen Erlebnissen mit kohlensäurehaltiger Wasserigkeit habe ich heute irgendwie gar keine Lust mit Cola hier weiterzuspielen. Also sobald diese Tasse hier, dieser Becher leer ist, wird hier wohl mal Feierabend sein. Dann haben wir aber auch 3,5 Stunden für diese Welt hier alleine gemacht und dann noch mal 1,5 Stunden für die alte Welt. Und ich denke mal, Freunde, damit habe ich meine Pflicht und Schuldigkeit dann auch getan. Ach ja, und nächstes Mal gehen wir dann in den Nether und machen eine Nether-Festung auf und so. Und nein, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein. Das ist hier mit Sicherheit. Oh, guck dir mal, was das hier für ein schönes Plateau ist. Ich sehe ein Schiffswrack. Da fuck, ich sehe ein Schiffswrack. Guck mal da hinten, da am Horizont. Und das ist ziemlich nah unter der Wasseroberfläche und ziemlich gut erhalten. Welche Richtung ist das? Guckt euch mal diese Inselwelt hier an, das ist ja Wahnsinn. Das ist Richtung Norden. Ha, im Norden ist gut Morden. Da drüben ist ein Sumpf, das ist schon mal ganz geil, weil ich brauche unbedingt auch Ranken. Da müssen wir Ranken tanken. Diese Steine hier oben, die haue ich schon mal weg, weil das Gekröse bleibt hier oben sowieso nicht. Oh, ich will schon hier sofort einen Turm hier oben draufbauen und oh, es ist so geil. Wow, alter Schwede. Ich möchte jetzt am liebsten runterspringen, aber wir finden unser Boot nie mehr wieder. Ich weiß auch gar nicht, wo wir unser Boot gelassen haben. Ja, irgendwo da in der Bucht in Richtung Honkding. Ne? Wie kommen wir da überhaupt nach Norden rüber? Weil ich bin jetzt kurz davor, da hinzufahren und mir das Schiff anzugucken. Das wäre mir jetzt wirklich ein Anliegen. Aber wir müssen einmal da hinten um die komplette Landzunge rumfahren, wenn ich das richtig sehe. Hätte ich mal das Boot mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Ich überlege, ob ich eins baue. Und das ist hier so. Komm. Komm. Seien wir mal, zum ersten Mal. Sind wir jetzt zum ersten Mal in dieser Welt wagemutig oder schon zum wiederholten Mal? Ich habe keine Ahnung. Freunde, ich habe nichts zu fressen dabei, das ist das Problem. Doch, zwei Hühner. Geil, mit zwei Hühnern kommen wir sicherlich weit. Naja. Rudern kostet komischerweise kein Futter, also nur die richtige Absprungstelle finden. Horrido! Ja. So. Gut. Wir sind auf dem Weg zum Schiffswrack. Ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich glaube es nicht. Vor allen Dingen, ich wollte gar nicht so viel erkunden von der Welt. Ich wollte das diesmal eigentlich so ein bisschen kondensiert halten, so dass wir, also ein bisschen Kondensmilch, dass wir hier nicht wieder so eine Riesenwelt haben. Aber Alter, wenn ich da so ein Schiffswrack sehe, dann kann ich doch nicht einfach sagen, ach ja, lass das da mal liegen, das ist gut so. Ja, das Problem ist jetzt nur, ich habe keine Axt. Und ich muss irgendwie in die Kajüte einbrechen und dort zumindest diese Truhe rausholen. Ich sehe eine Unterwasserruine oder ein Unterwassertempel, wenn ich das richtig sehe. Kann aber auch einfach nur Schiete sein. So, ich guck erstmal. Da unten ist eine Truhe. Ich würde ganz gerne von oben. Ich mag zwar Schiffswrack nicht zerstören, aber ich würde ganz gerne von hier oben eine Planke raushauen. Es wird ewig dauern. Dabei werden wir ertrinken. Nein, werden wir nicht. Weil wir gut sind. Na, mach schon. Zerbrich.
Oha, eher zerbrechen wir. Weißt du was? Dann machen wir doch Folgendes. Da vorne ist doch nun so ein Mast, ne? Guck mal, hier. Da ist so ein Mast. Ja, und wir haben genug Stone. Dann bauen wir uns doch mal eine Axt. Verdammte Axt. Und dann geht das doch alles sehr viel einfacher. Habe ich da eben ein Baby-Zombie, Seezombie, einen versunkenen oder ertrunkenen gehört? Nee, ich mag nicht da unten durch die Tür gehen, weil ich weiß ganz genau, da werden wir drin hängen bleiben und ertrinken. Aber hier oben, wenn wir hier durchgraben, das geht doch schon viel besser, dann können wir nämlich durchaus halt. So funktioniert das eben nicht. So. Schaffen wir das so? Wow, 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 wow. Nur schnell genug wieder auftauchen. Das ist schön viel Zeug. Halt! So. Das ist schön viel Zeug, was wir da unten haben. Alter, komm. Hol dir den Rest. Die Truhe kann da erstmal drin bleiben. Ich verklick mich hier ständig, weil ich nervös bin. Oder nehmen wir die Truhe auch mit? Nehmen wir die Truhe auch mit? Sind wir so verwegen, das zu tun? Ha! Wir waren so verwegen. So, bleib mal schön hier, du Boot. Sonst sind wir gleich tot. Ach, guck mal. Kaputte Kartoffeln. Ach, guck mal. Komm, nach oben, nach oben, nach oben. So. Rest holen wir uns irgendwann, wenn wir eine Atemkappe haben. Das ist gut. So. Puh, Alter. Da ging mir aber ganz schön die Düse. So. Wollen wir nochmal hier ein bisschen hinten um die Ecke fahren, wenn wir sowieso schon mal hier sind, dann können wir uns ja mal den Sumpf da hinten angucken. Was haben wir jetzt eigentlich gefunden? Oh, 13 Barren. Leather Tunic Protection. Nee, also, ja, aber wir haben Karotten, geil. Ja, auch wenn ich die Dinger total überflüssig finde. Aber wie gesagt, ich stehe auf Kartoffeln. Ja. Wir kommen da sofort runter. Ja, es ist so ein alter Witz, den ich irgendwann mal gehört habe. Mama, Mama, ich stehe total auf Elvis Presley. Komm da sofort runter. Ja. Ja, solche Witze sind nicht gut. Urologenwitze zum Beispiel auch, ne? Ja, ich werde jetzt keinen erzählen. So. Was hast du jetzt dir gedacht so? Also. Ui. Das ging aber schnell. Okay, mit der Axt ein Boot weghauen. Ja, ich weiß. Geht schneller. So, hier haben wir viel Gravel. Das ist dann wahrscheinlich hier so ein Extreme Hills M-Biom. Ach, guck mal, was da unten ist. Seht ihr das da? Das sind Pillager. Pillermänner. Nee, mit denen legen wir uns jetzt nicht an, weil wir haben noch keinen Bogen und wir sind denen extremst unterlegen. Also, extremer geht es schon gar nicht mehr. Guck mal, hier ist Extreme Hills M. Hier haben wir so viel Gravel. Hier können wir... Hier können wir dann eine schöne Zementfabrik aufmachen. Das habe ich in England drüben seit Ewigkeiten vor. Da habe ich auch eine Extreme Hills M oder wie das Ding heißt, die Mutated Version mit den Gravel hängen. Ja. Mit Kohle können wir hier aber vergessen. Da oben ist ein bisschen. Was wir ja vor allen Dingen wollten, ist Stein. Ja, das können wir natürlich auch machen. Noch ein bisschen planieren hier oben. Gravel. Ja, das wird jetzt für ewig für dieses Let's Play bleiben. Ach ja, und von wegen Ideologie und Idiotie und so weiter, ne? Da ist ja, also Facebook ist ja inzwischen sowas von schlimm geworden in Sachen,
irgendwie Missionare, also so irgendwie christliche Missionare. Es gibt Leute, die schicken dir Freundschaftsanfragen einfach nur dazu, um dir dann hinterher ja, ihren Glauben in die Fresse zu schmieren. Also, und ich frage mich, warum das in letzter Zeit wieder so zunimmt, warum die Leute wieder so geil sind auf dieses eigentlich mittelalterliche Gedöns. Ich meine, warum? Wir leben in einer der ja, technisch am fortschrittensten, also wir leben in der technisch am fortgeschrittensten Phase der Menschheit bisher. Und eigentlich sollte es für jeden klar sein, das ist Quatsch da, ne? Also ich sag auch immer, halt mal, ich habe ja noch eine ich habe ja noch eine Spitzhacke, baue ich mir doch mal eine Schaufel für den Gravel. So. Wo habe ich mein Bett? Verflixte Axt, habe ich das Bett da oben auf dem Berg gelassen. Ist es wahr? Fuck, wir werden sowas von verhauen werden. Ja, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Zur Not geht's ins Wasser und wir setzen uns ins Boot, wenn wir das nicht vergessen haben. Nee, aber nicht. Alter, wo ist unser Bett? Ja, da oben auf dem Berg natürlich. Du totaler Honk. Wollt ihr den totalen Honk? Alter, nee, ne? Der totale Honk ist unterwegs. Okay, pass auf. Ah, Creeper ist schon da. Enderman ist schon da. Alle Monster sind schon da. Alle Monster, alle. Enderman und Zombie-Mann. La 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 la. So. Wir brauchen unbedingt das Bötchen. Ein Quickschlott. Hey, nicht sinken. Wie tief bist du gesunken? Da oben irgendwo, auf diesem Berg, steht unser Bett. Das holen wir uns aber wieder. Kann doch wohl nicht wahr sein. Alter! Ja, da kommen wir nicht durch. Da steht die Armee der Finsternis. Jetzt müssen wir die ganze Zeit um den Berg rundherum fahren. Ja. War ja auch viel zu lange, seit wir das letzte Mal das Bett vergessen haben. Och, guck mal da. Ich sehe da was. Das muss ich mir mal angucken. Wenn wir schon unterwegs sind hier. Also nicht, dass ich da jetzt reintauchen will. Guckt euch mal den Berg da drüben. Oh, ein Gebirge besser als das andere. So, also das sieht doch verdächtig aus. Lass mich mal schauen. Ja, das ist eine Ruine, ja. Ja, eindeutig ist das ein Ruinenfeld. Wo ist mein Bett? Mein Boot, meine ich. Oh, ich höre einen Ertrunkenen. Den will ich jetzt mal gar nicht sehen. Tschüss, Trunki. Du alter Trunkenbold. Das ist Trunki, der kleine Trunkenbold. Der mag gern saufen. Ja, komm, fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Wenn wir schon. Ich wollte eigentlich bald Feierabend machen. Wenn ich jetzt hier durch die Gegend fahre, dann wird daraus nichts. Irgendwer hat gerade mit einem Dreizack nach uns geworfen. Ja, nö. Was eierst du hier so rum? Ich sollte aufpassen. Der Typ mit dem Dreizack ist sicherlich noch unterwegs. Was ist das? Sehr toll. Hallo, Delfin. Kennt einer von euch die South Park-Folge mit Daran muss ich immer denken, wenn ich Delfin höre. So, hallo Delfin. Guck, da leuchtet schon wieder was. Ja, hallo Delfin. Na du, der fiebt uns hinterher, weil der findet uns geil. So. Ja, wir werden uns wahrscheinlich jetzt komplett verfahren und nie wieder nach Hause finden, nie wieder unsere feine Honkinsel sehen. Das war's. Goodbye, Honkinsel. Das da drüben dürfte der Blumenforest sein, den wir gesehen haben, als wir unsere Bäumchen geholt haben. Ja, gucken wir uns den doch mal an kurz. Da ist auch eine Ebene davor.
Würde mich nicht wundern, wenn die voller Zombies ist.